Siemens Nixdorf in Stuttgart. Eine von mehr als 300 Geschäftsstellen in 50 Ländern der Erde. Gut. Ich schlage vor, wir treffen uns morgen bei Ihnen und dann besprechen wir alles Weitere. Herr Bittner, Vertriebsbeauftragter in Stuttgart, telefoniert gerade mit einem Kunden, der seine BS-2000-Anlage erweitern möchte. RuvoChair International. Die junge Firma im Schwarzwald hat sich mit der Spezialisierung auf Bürostühle eine bedeutende Stellung auf dem Weltmarkt geschaffen. Bin ich jetzt auch 10 Minuten früher. Dann wollen wir doch gleich mal hier losgehen. Ja. Als erstes wollte ich mir gerne... So, also hier haben wir unsere neue Produktgruppe Toscana. Aha. Darf ich mich mal setzen? Bitte gern. Oh, ist aber bequem. Ja. Gemeinsam mit dem DV-Leiter von RuvoChair erstellt Herr Bittner ein maßgeschneidertes DV-Konzept mit entsprechender Hard- und Software. Dann drüben in der Lagerhalle verschwindet. Wieder an seinem Arbeitsplatz gibt Herr Bittner die Bestellung des Kunden auf, welche direkt über Datenleitung in die Auftragszentren der Augsburger Werke gelangt. Augsburg, traditionsreiche Handels- und Universitätsstadt. Die geldmächtigen Fugger und die seefahrenden Welser machten Augsburg im 16. Jahrhundert zur Weltstadt. Heute zählt Augsburg zu den größten Wirtschaftsregionen Bayerns und ist eines der führenden Zentren der Computerindustrie. Das Werk für Systeme, 1959 gegründet, seit 1966 Produktionsstätte modernster Rechnertechnologie, entwickelt und fertigt Großrechner, Bürocomputer und periphere Systeme. Das neue Werk für Arbeitsplatzsysteme, das 1987 in Betrieb genommen wurde, ist auf Personal Computer, Datensichtgeräte und Mehrplatzsysteme spezialisiert. Die Produkte aus Augsburg bedienen einen schnell wachsenden, außerordentlich innovativen Markt. Computer aus Augsburg helfen heute zum Beispiel beim Entwerfen der aktuellen Schuhmode. Die Zusammenarbeit von Gabor-Schuhen mit einem Partner in der Sowjetunion läuft reibungslos über Datenaustausch. Dresden. Berühmt als Stadt der Kunst und Muse. In den neuen Bundesländern stellt sich SNI den Herausforderungen zum Aufbau mit umfangreichen Vertriebs- und Fertigungsaktivitäten. Bei der Dresdner Bank, die jetzt wieder in der alten Heimatstadt ihren Sitz hat, sind Computersysteme im Einsatz, die den Umgang mit dem Kunden effektiv und servicefreundlich gestalten. SNI bietet ein lückenloses Programm zur Rationalisierung des gesamten Kreditwesens. Bis 25.000 D-Mark. Gut, dann schauen wir doch mal die Konto, das Sie bei uns haben. Unsere Partner beim Vertrieb von Personal Computern sind qualifizierte System- und Softwarehäuser. Wir haben den Siemens Dixdorf-Rechner hier vor uns stehen. Mit einem Farbbildschirm, hochauflösend. Sie bieten hochwertige Kundenberatung und maßgeschneiderte Anwenderlösungen. Der Bildschirm zeigt sofort, wie auch eine Speisekarte im Menü gesteuert, die einzelnen Programmauswahlpunkte an. Mhm. Bei Mildert in der Schweiz wird die gesamte Bestell- und Produktionsabwicklung von einer leistungsstarken Zentraleinheit des Systems 7500 übernommen. Tausende Liter Milch und zahlreiche verschiedene Milchprodukte werden hier täglich abgefüllt, verpackt und ausgeliefert. In Augsburg, im Werk für Systeme, wird der Großrechner für die Firma RuvoChair hergestellt. Den immer höheren Ansprüchen an Hightech-Produkten trägt SNI mit modernsten Entwicklungs- und Fertigungsverfahren Rechnung. Hierzu bedienen wir uns durchgängiger Computerunterstützung. Sie beinhaltet Produktionsplanung und Steuerung,
Computer Aided Engineering, Computer Aided Manufacturing und Computer Aided Office. Computer Aided Industry verknüpft damit alle Bereiche eines Unternehmens. Im Entwicklungszentrum München-Perlach entstehen mit Hilfe von CAD-Systemen neue Rechnergenerationen. Wie hier die Logikschaltung eines Prozessors. Bereits in diesem Stadium lassen sich seine Funktionen nachbilden. Damit werden Fehler in der Logik oder im Laufzeitverhalten ausgeschlossen. Erst nachdem die Simulation die einwandfreie Funktion der elektrischen Schaltung bestätigt hat, beginnt die Erstellung des Layouts. Chips und deren elektrische Verbindungswege auf der Verdrahtungsplatte werden festgelegt. Eine Mikroverdrahtungsplatte wird aus 16 einzelnen Kupferlagen mit isolierenden Zwischenfolien schrittweise aufgebaut. Die Strukturabmessungen, deutlich kleiner als der Durchmesser eines Haares, erfordern Fertigungsprozesse in Reinräumen. Vakuumpressen mit automatischer Zuführung verbinden unter Druck und Wärme die Laminate. Herstellung der Durchkontaktierungen. Das Lochraster in der Kupferfolie dient als Maske für den Bohrprozess. Laserbohrmaschinen erzeugen in einem Arbeitsgang 6000 Sacklöcher, deren Durchmesser dem eines Haares entspricht. Der Laserstrahl scannt über die Maske, das Material in den Bohrungen wird physikalisch abgetragen. Metallisierung der Bohrungen. Galvanisch abgeschiedenes Kupfer verbindet die Ebenen der Verdrahtungsplatte elektrisch miteinander. Laminieren der Fotofolie für die Aufbelichtung der Leiterstrukturen. Justage der Glasmaske. Sie enthält die Leiterbilder, welche auf die Kupferschicht der Verdrahtungsplatte übertragen werden. Die Justiergenauigkeit beträgt plus minus 5 Mikrometer. Ultraviolettes Licht bildet die Strukturen auf der Fotofolie ab. Nach dem Entwickeln der Fotofolie entfernt Ätzflüssigkeit das freiliegende Kupfer, die Leiterstrukturen entstehen. 850 Prozessschritte durchläuft eine Mikroverdrahtung bis zu ihrer Fertigstellung. Eine Fülle von Qualitätsprüfungen, optisch sowie elektrisch, sichern die Funktion und Zuverlässigkeit dieses hochkomplexen Verbindungselements. Die Qualität der Bauteile wird beim Hersteller konsequent überwacht, sodass im Werk nur Stichproben notwendig sind. Wie hier die optische und elektrische Prüfung der Chips. Fehler in den Schaltkreisen unserer Lieferanten analysieren wir durch modernste Methoden, wie zum Beispiel mit der Elektronenstrahlmesstechnik. Die Analyseergebnisse sind die Grundlage zur Sicherung der Produkt- und Prozessqualität beim Hersteller. Mit dem Elektronenstrahl lassen sich die chipinternen Signale berührungslos messen. Das Layout des Chips dient zum Auffinden der Messpunkte. Für die Montage der Bausteine auf die Mikroverdrahtungsplatte sind Maschinen von höchster mechanischer Präzision eingesetzt. Die Chips werden mit einem Bilderkennungssystem vermessen, anschließend automatisch zu den Anschlüssen der Platte positioniert.
Ein spezielles Lötverfahren sorgt für einwandfreie elektrische und mechanische Verbindung. Die fertig bestückte Mikroverdrahtung wird mit Kühlplatte und Anschlussstecker zum Multichip-Modul komplettiert. Danach erfolgt wieder eine Qualitätskontrolle. Mit Ultraschall wird der Wärmekontakt zwischen den Chips und der Kühlplatte zeilenweise gemessen. Identifizieren des Moduls über Barcode mit gleichzeitigem Aufrufen des Prüfprogramms und schrittweisem Ankontaktieren der bis zu 2000 Prüfnadeln. Im Rahmen der protokollierten Fertigung werden die qualitätsrelevanten Daten für jedes Modul abgespeichert und ausgewertet. Montage der Module zur Funktionseinheit. Die Energiedichte der Chipmodule entspricht der einer Kochplatte. Ein geschlossener Kühlwasserkreislauf hält jedoch die Betriebstemperatur auf 50 Grad Celsius. Die Endmontage der Zentraleinheiten entsprechend dem Kundenauftrag. Endprüfung der Zentraleinheiten. Die weitgehend automatisierten Prüfabläufe werden vom zentralen Operatorraum aus überwacht. Sie erstrecken sich über 2 bis 4 Wochen und schließen Dauertests unter Stressbedingungen ein. Hier schließt sich die Kette konsequenter Qualitätssicherung, beginnend bei Planung und Entwicklung, über die Fertigung bis hin zum Einsatz beim Kunden. Elektronikbaugruppen in SMD-Technik für unsere BS2000-Produkte sowie für PCs und Xenix-Mehrplatzsysteme sind ein weiterer Schwerpunkt unserer Fertigung. Auch zahlreiche externe Kunden beliefern wir mit diesen Komponenten. Spezielle Automaten bestücken die Leiterplatten mit oberflächenmontierbaren Bausteinen. Prüfautomaten sichern auch hier die Qualität der Produkte aus dem Werk für Systeme. Bittner? Guten Morgen, Herr Bittner. Hier ist Feldmann von der Firma RovoChair. Guten Tag, Herr Feldmann. Bei uns im Hause hat sich eine neue Situation ergeben. Herr Feldmann von RovoChair möchte aufgrund einer neuen Situation die Bestellung bei SNI ändern. Herr Bittner, der Vertriebsbeauftragte, sieht da keine Schwierigkeiten. Dank der CAI-gesteuerten Produktion in Augsburg. Da Herr Feldmann die Geräte auch für die Logistiksteuerung seiner Fertigung einsetzt, interessiert er sich für eine Besichtigung des Werkes für Arbeitsplatzsysteme. Neben dem Werk für Systeme gehört das Werk für Arbeitsplatzsysteme zu den wenigen Fertigungsstätten in Europa, die bereits ein umfassendes, integriertes CAI-Konzept verwirklicht haben. Ziel beim Aufbau unseres Werkes war es, die Produktionslogistik und die Lieferlogistik entscheidend zu verbessern. Hier wird auf Kundenwünsche schnell und flexibel reagiert. Das Ziel, ohne großen Vorrat an Material und Fertigerzeugnissen, Kundenaufträge schnellstens abzuwickeln. Just in time. Dieses Bild gibt einen Überblick, wie alle Bereiche zusammenspielen. Darf ich Sie bitten, hier links und dann die Treppe. Innovative Produkte, deren Kompatibilität untereinander sowie ein modulares Produktionskonzept sind die Zielsetzungen unseres Werkes. Alle Anlieferungen sind mit Barcode versehen. Die gelesene Information übernimmt ein Rechner, der den Materialfluss koordiniert.
Vom selben Rechner erhält das fahrerlose Transportsystem den Befehl, die Bauteile ins Materiallager zu transportieren. Die Anlieferung wird vom Regalbediengerät übernommen und auf einem freien Platz eingelagert. Das Lager mit seinen 2500 Plätzen enthält den Teilevorrat für zwei Montagelinien. Jede Montagelinie ist für eine Produktfamilie eingerichtet. Die Werkstattsteuerung sorgt für kontinuierlichen Materialfluss vom Auftragsstart bis zur Verpackungsstation. In ökonomisch und ergonomisch gestalteten Montagelinien entstehen unsere Erzeugnisse, für deren Qualität gut ausgebildete Mitarbeiter persönlich garantieren. Der Materialentnahmebereich ist dem Produktionsprozess zugeordnet. So entstehen kurze Versorgungswege. Während der Montage werden die einzubauenden Komponenten mit Barcode-Lesern identifiziert. Die Mitarbeiterin bekommt über eine Workstation Montageanweisungen, was den kundenspezifischen Ausbau der Geräte wesentlich erleichtert. Den Schlusspunkt setzt ein mehrstündiger Test, der die einwandfreie Funktion der Produkte bestätigen muss. Qualitätssicherung, die in unserer Fertigung von der Anlieferung der Einzelkomponenten bis zur Auslieferung der fertigen Geräte reicht. In einem anderen Bereich des Werkes entstehen Tastaturen. Die hochautomatisierte Fertigungsstraße erlaubt die Herstellung jeder beliebigen Variante in Losgröße 1. Für verschiedene Prüf- und Montageaufgaben sind Roboter im Einsatz. Hier werden die Tastenkappen aufgenommen, umgesetzt und in das Grundchassis montiert. Laserbeschriftung der Tasten. Die Steuerbefehle für das Schreiben der Schriftzeichen erhält der Laser direkt vom zentralen Rechner. Beliebige Schriften und Varianten sind die besonderen Vorteile dieser Methode. Mit Farbfolie und Laserstrahl lassen sich die Tasten auch farbig beschriften. Am Ende der Fertigungsstraße fügt ein Roboter die Tastatur mit der Bodenplatte zusammen und legt sie in die Verpackung ein. Datensichtgeräte und Rechnersysteme durchlaufen einen mehrstündigen Belastungstest. Die Geräte werden gezielt erhöhten Temperaturen ausgesetzt, um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit beim späteren Kundeneinsatz sicherzustellen. Fördersysteme B- und Entladen die Dauertestanlage automatisch. Qualität kann in ein Produkt nicht hineingeprüft, sie muss hinein entwickelt werden. Am Anfang einer neuen Serie stehen deshalb aufwendige Tests unter extremen Bedingungen. Hierbei müssen die Geräte starken mechanischen und klimatischen Belastungen standhalten. Mit der Thermografie werden Wärmenester aufgespürt. Dieses Verfahren hilft, optimale Betriebsbedingungen zu schaffen. Hier haben wir das System liefert.
Ziel des neuen Systemlieferzentrums ist die auftragsgerechte Auslieferung von Kundenbestellungen direkt ab Werk, ohne zwischengeschaltete Lagerstufen. Der Materialfluss und das Automatisierungskonzept sind ähnlich wie in der Produktion angelegt. Dieses durchgängige DV-Konzept, das vom Auftrag bis zur Auslieferung der Geräte reicht, sichert hohe Liefertreue und hohe Lieferqualität. Die Kundenbestellung wird rechnergesteuert zusammengestellt und automatisch zur Packstation transportiert. Kundenbetreuung und Service hören bei Siemens Nixdorf nicht am Werkstor auf. Qualitätssicherung begleitet die Geräte über Versand, Installation bis hin zum störungsfreien Betrieb beim Kunden. Alle hierbei gewonnenen Erfahrungen, auch die der Kunden, verwenden wir zu einer kontinuierlichen Steigerung der Zuverlässigkeit. Denn zufriedene Kunden sind Voraussetzung und Ansporn, um weiterhin im Vergleich zu unseren Mitbewerbern weltweit eine Spitzenposition einzunehmen. Mit Siemens Nixdorf Computern aus Augsburg. Na, wie läuft's mit der neuen Anlage? Prima läuft, sehr gut.